Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dying Light 2 Video. In diesem Video zeige ich euch alle Militär-Luftlieferungen, die ihr derzeit einmal im Spiel aufheben könnt. Insgesamt gibt es 26 Stück auf der Karte verteilt und wenn ihr alle 26 gefunden habt, bekommt ihr einmal die Errungenschaft bzw. eben Trophäe oder Achievement, wie ihr es nennen wollt, was gefunden, also alle GRE-Pakete einmal finden. Manche dieser Luftlieferungen sind ziemlich einfach zu bekommen. Manche erfordern, dass ihr zum Beispiel erstmal euer Stamina aus hochlevelt. 14 von den Luftlieferungen könnt ihr einmal so normal in der Karte finden und 12 davon sind einmal in der versunkenen Stadt. Und ich werde euch einmal auch hier Zeitstempel einmal unten verlinken. Einige davon bekommt ihr auch erst, wenn ihr einmal den großen Antennenturm freigeschaltet habt, also die Mission dort gemacht habt, weil ihr dann eben vom höchsten Punkt der Karte einmal zu sehr hohen anderen Türmen bzw. Hochhäusern fliegen könnt. Ja, wie gesagt, ich lasse euch die jetzt einfach einmal durchlaufen. Ja, danke fürs Gucken vom Video und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder live auf Twitch.
sollte längst aufleuchten. Mir eine neue Waffe in der Waffe besorgen. Die See ist abgelaufen. Lass mich in Ruhe. Ich denke nach. Na, dann sag mir wenigstens, was dich beschäftigt. Nun? Halte Wache. Okay, spielt keine Rolle. Du kriegst bald Besuch. Allerliebst. Hast du dir das selber ausgedacht? Nee, so ein Heiler wollte mir das weisen.
Hat jemand ein Messer? Verdammte Scheiße! Wie lange denn noch? Er sagte, er hätte irgendwas von Willigons erlebt. Der Boss wird schlecht. Jetzt hab ich dich. Du wirst nicht mögen, was gleich passiert.
Sprengstoffbehälter erkannt. Thank you.
Huh?